Hallo! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Ich richte mal die Kamera ein bisschen, so sieht man mich glaube ich besser. Also, wir sind aus dem Urlaub wieder da und ich habe natürlich auch im Urlaub kein Schwangerschaftsupdate hochgeladen. Ich dachte mir, ich mache das dann jetzt in Ruhe nach dem Urlaub. Und ich bin jetzt heute den letzten Tag in der 26. Schwangerschaftswoche. Ich habe hier natürlich auch immer meine Tafel, die mich daran erinnert. Et voilà. Morgen darf ich die 6 dann durch eine 7 tauschen. Komme morgen in die 27. Schwangerschaftswoche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man viel zu tun hat und auch hier und da mal einen Termin und wir waren jetzt im Urlaub und so weiter, dann vergeht die Zeit irgendwie doch schneller, als man denkt. Obwohl ich jede Woche mir überlege, ach Gottchen, das sind noch so und so viele Wochen und so viele Wochen und mit den ganzen Wehwehchen und Beschwerden. Ja, freut man sich dann auch schon dann darauf, wenn die Geburt dann vorbei ist und man seinen Körper wieder für sich hat. Weil so schön es auch ist, die Tritte zu spüren, ist es natürlich auch anstrengender, je größer die zwei werden. Ich hatte im Urlaub in Österreich meinen Wochenwechsel von der 25. in die 26. Schwangerschaftswoche. Und ich muss sagen, der Urlaub war schön, keine Frage. Ich bin auch froh, dass wir diesen Tapetenwechsel hatten, aber ich hatte mehr Probleme, als ich dachte. Also mir war klar, dass wir jetzt nicht großartige Wanderungen unternehmen werden, auch wenn das wahrscheinlich mit den Kindern gut geklappt hätte, weil es gibt auch so Kinderwanderrouten. Und ich war zum Beispiel immer Fan davon, ich habe das ganz oft irgendwo auf Instagram gesehen oder bei Freunden oder so, wenn die dann irgendwelche Urlaubsfotos oder Videos irgendwo hochgeladen oder anderweitig geteilt haben. Ich wollte immer mal so einen Wanderweg gehen, wo man, ich weiß nicht, ich glaube, das nennt sich Klamm oder sowas in der Art. Schande über mein Haupt, dass ich das jetzt nicht weiß. Das ist dann einfach an so einer Felswand, so einen Weg lang zu gehen, über so eine Holzbrücke oder irgendwie sowas. Und rechts oder dann halt links, je nachdem, auf welcher Seite man geht, hat man dann eben so einen Wasserfall oder einen Bach oder sowas, der total glasklar, blau, türkis, so richtig schön hervorsticht. Das war immer so mein Traum. Ich dachte, Österreich habe ich immer mit Bergen verbunden und eben mit so richtig schönem Wasser. Wollte ich gerne machen, aber ging natürlich nicht. Jetzt hat mein Sohnemann mich rausgebracht, der hier gerade reinmarschiert ist und dann gemerkt hat, oh, die Mama filmt, dann gehe ich wieder raus. Es wurde aber auch noch nicht mal annähernd etwas in der Richtung. Wir sind hingefahren. Okay, die Fahrt, gebe ich zu, habe ich besser weggesteckt, als ich dachte. Ich hatte wirklich Angst davor, 7-8 Stunden im Auto zu sitzen, weil man ja dann doch auf dem Beifahrersitz oder generell im Auto halt auf den Sitzen kann man sich ja nicht so viel bewegen, weil man muss ja auch angeschnallt sein. Ich kann mich da nicht hinlegen, ich kann mich nicht auf die Seite legen oder irgendwas, sondern ich sitze ja klar mal vor, mal zurück, mal vielleicht mit dem Popo ein bisschen hin und her rutschen, aber eben nicht, wie ich das jetzt hier zu Hause kann, dass ich sage, ich kann nicht mehr sitzen, ich muss mich jetzt mal gerade einen Moment hinlegen. Also die Fahrt war das harmloseste und das noch mit angenehmste auf jeden Fall. Und als wir dann angekommen sind nach, ich glaube, wir haben nur 2 Pipi-Pausen gemacht oder 3. Aber wir kamen auf jeden Fall an und der erste Schock war dann für mich schon, dass unsere Ferienwohnung eben nicht im Erdgeschoss ist. Ich meine, ich wusste das eigentlich, weil da stand irgendwas von Balkon. Aber ich musste nicht nur eine, sondern gleich 2 Treppen nach oben laufen. Und das waren so alte Holz, so eine alte Holztreppe quasi, die dann auch noch so richtig schön geknarzt hat. Sie hat auf jeden Fall Geräusche von sich gegeben. Und sie war relativ steil. Und ich musste ja auch erstmal zur ersten Treppe kommen. Und auch da musste ich schon ein Stück bergauf laufen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann oben in der Wohnung angekommen bin, wie es mir ging, wie außer Atem ich war, was meine Beckenmuskulatur mir erzählt hat. Und es war einfach unschön. Also ich habe
nichts hochgetragen, außer das, was ich beim ersten Weg mitnehmen konnte. Julian ist bestimmt 5-mal oder so zum Auto gelaufen und hat dann doch die Koffer und unser ganzes Gepäck geholt. Kinder haben natürlich, ich sag jetzt mal, wo sie konnten, geholfen, ist aber natürlich auch nicht so viel, was die zwei dann tragen können. Und die waren natürlich dann auch direkt hin und weg von dem ganzen Tieren und von den Bergen und alles drum und dran. Also es war auf jeden Fall schon mal da nicht einfach für mich und es wurde tatsächlich auch jeden Tag beschwerlicher. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass wir diese Bergluft ja auch nicht gewohnt sind. Ich hatte das Gefühl, die Luft war da oben, zumindest für mich als Schwangere, etwas dünner, weil wir ja schon auf dem Berg, also auf einem Berg waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Höhenunterschied wir zu hier haben. Hatten. Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, ich bin schneller aus der Puste und mir tut auch schneller alles weh. Aber das wird wahrscheinlich auch einfach daran liegen, dass dort absolut gar nichts flach ist. Also selbst wenn ich mich nur unten in den Garten setzen wollte, als mein Tag schön das Wetter war, da musste ich ja 2 Treppen runter und dann halt auch so schräg ein Stück laufen, dass ich mich da auf die Terrasse setzen konnte. Das ging mir schon echt ins Becken. Also ich habe auch die erste Nacht, war die reinste Katastrophe, da habe ich gar nicht geschlafen, da hatte ich so Bauchschmerzen und Beckenschmerzen. Da habe ich mich 1000-mal gedreht und ich habe mein Stillkissen eingepackt. So schlau war ich dann schon. Über den ganzen Urlaub verteilt war es schon mehr anstrengend, als dass ich da hätte laufen können. Wir haben fast nichts unternehmen können. Wir sind einen Tag nach Innsbruck gefahren, wollten uns eigentlich die Stadt angucken. Ich glaube, wir waren maximal 2 Stunden da, waren da was essen, haben noch eine Postkarte gekauft, sind kurz ins Stadtzentrum reingelaufen, um uns da eine Sehenswürdigkeit anzugucken. Und dann tat mir auch schon wieder alles weh und wir mussten umdrehen. Ausflugstechnisch war das nichts. Ich bin froh, dass wir da trotzdem noch 1, 2 Tage halbwegs gutes Wetter hatten, dass die Kinder da auf dem Bauernhof halt viel machen konnten. Hühner gucken, Kühe melken. Dann hatten sie noch so einen Kaninchenkäfig, wo die Kinder auch rein konnten, um die Kaninchen zu streicheln und sowas. Da war ich echt froh, dass das halt eben vor Ort gegeben war. Weil dass ich so körperlich eingeschränkt sein werde, wie es dann tatsächlich war, das hätte ich nicht gedacht. Ich merke das zwar hier auch, aber ich vermute, ich habe es deswegen auch unterschätzt, weil wir hier gar nicht so viel unternehmen. Ich habe hier ja viel mehr Ruhe, ich bin hier viel mehr zu Hause. Ich fahre ja vielleicht mal zu einem Termin nach draußen oder mal treffe mich mal mit irgendjemandem. Aber ansonsten habe ich halt hier ja schon, selbst wenn ich im Homeoffice arbeite, sehr viel Ruhe und kann mir alles selber einteilen und so weiter. Und da war es halt wirklich so, dass es mir ja schon schlecht ging, was meine körperliche Verfassung jetzt angeht. Nicht gesundheitlich an sich, also ich weiß nicht, krank oder so, aber mein Becken hat sehr, sehr doll wehgetan und konnte mich kaum bewegen. Vielleicht die Matratze war auch sehr hart dort, vielleicht ja, hat das irgendwie alles so ein bisschen zusammengespielt. Die zwei hier in meinem Bauch, die haben mich auch ordentlich auf Trab gehalten, im Sinne von, dass sie sich geprügelt haben im Bauch und mich immer fleißig getreten haben. Also ich merke schon, seitdem wir wieder hier sind, dass ich jetzt schon deutlich fitter bin, in Anführungszeichen, und irgendwie ja zu mehr komme, haushaltstechnisch oder ja generell halt. Wir waren heute schon unterwegs, wir waren heute schon bei der Post, wir waren beim Subway gewesen und klar, wir sind überall mit dem Auto hingefahren, aber ich war ja trotzdem unterwegs. Aber ich musste auf der anderen Seite halt auch nicht irgendwo Treppen großartig laufen oder halt eben einen Berg hoch oder sowas. Es ist ein Auf und Ab. Aber Ende vom Lied, ich bin definitiv froh, dass wir diesen Urlaub gemacht haben noch, weil es war definitiv der letzte Urlaub jetzt. Vor allem dann auch mit den Kindern und so weiter. Und bevor die Jungs auf die Welt kommen. Und ja, das ist jetzt so das Fazit, was den Urlaub, was die vergangene Woche angeht und jetzt aktuell. Habe ich auf jeden Fall wieder Kreislaufprobleme, aber alles irgendwie auch nichts Neues für euch. Kann ich lang stehen, kann ich viel laufen,
Mein Blutdruck ist halt auch sehr schlecht, das kommt auch noch dazu, der ist sehr niedrig. Dann versucht mein Puls das auszugleichen, das heißt, ich kriege oft dann sowieso Herzrasen. Und bevor ich dann in Panik verfalle, muss ich mich dann immer irgendwo hinsetzen auch. An der frischen Luft geht es noch besser als irgendwo in geschlossenen Räumen. Das Problem hatte ich ja schon mal, als wir bei IKEA waren. Da hatte ich ja komplette katastrophale Zustände, musste mich ständig hinsetzen und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft. Und ich habe jetzt noch einen ultimativen Tipp bekommen, was Sodbrennen angeht. Habe ich jetzt dann auch mal ausprobiert, muss sagen, bis jetzt hilft's. Ich habe allerdings auch erst eine Flasche davon getrunken, das ist so ein bestimmtes Wasser. Staatlich Fachingen heißt das. Das ist so ein, ich weiß nicht, bei Rewe steht irgendwas von wegen Heilwasser oder so. Steht drauf, dass es stilles Wasser ist, aber ich muss zugeben, wenn man es trinkt, also mir schmeckt das, ich mag sowas. Das schmeckt so, als hätte man eine Flasche kohlensäurehaltiges Wasser genommen und die zu oft geschüttelt, sodass die Kohlensäure dann irgendwann raus war. Selbst wenn du bei einer kohlensäurehaltigen Flasche wartest, bis die Kohlensäure raus ist, ist die ja nie in dem Sinne komplett raus. Also man schmeckt ja trotzdem irgendwie immer noch so, okay, da war mal Kohlensäure drin und so schmeckt das Wasser. Wenn euch das nichts ausmacht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Wasser auszuprobieren. Das ist definitiv ja, hilfreich. Ich habe, nachdem ich das auf Instagram gepostet habe, dass ich das jetzt mal ausprobiere, positive Resonanz bekommen, ganz, ganz viel. Es haben mich so viele Mädels angeschrieben und gesagt, ja, das ist so toll und das habe ich auch genommen, also getrunken. Und ich habe sogar Nachrichten bekommen von wegen, ich habe mich bis jetzt noch nie gemeldet, ich bin immer nur die stille Mitleserin und gucke immer nur, was du so hochlädst. Und aber auch ich kann dir sagen, dass das top ist. Und also scheint ein absoluter Geheimtipp zu sein. Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es gerne aus. Das ist ein grüner Kasten mit Glasflaschen und es ist eben von Staatlich Fachingen. Ich kann euch die genaue Bezeichnung sonst auch nochmal in die Beschreibung oder in die Kommentare reinschreiben, wie das Wasser heißt oder vielleicht einen Link oder so. Ich gucke mal, ob ich die irgendwo finde. Also, wenn ihr noch nichts gefunden habt, was euch jetzt wirklich hilft oder ihr nicht immer irgendwelche Medikamente nehmen wollt, dann versucht's mal mit dem Wasser. Ich schiele hier immer die ganze Zeit schon während des Filmens auf meinen Arizona-Eistee und auf meinen Cookie, den ich gleich noch verspeisen werde, weil wir heute Mittag bei Subway waren und ich habe nur einen Cookie übrig. Da kommen die Schwangerschaftsgelüste durch. Ach so, und was ich noch erzählen wollte, ist, ich war gestern beim Zuckertest. Das ist jetzt auch nochmal so ein Thema. Letztes Mal wollte ich ja auch schon zum Zuckertest, hat da aber nicht geklappt, weil das war kurz vor Ostern und irgendwie hatten die da selber Huddel in der Praxis, weil die vergessen haben, dass ja dann das Blut gar nicht mehr im Labor ankommt. Wenn ich an Gründonnerstag da Blut abnehmen gehe, wurde das kurzerhand gecancelt. Ich habe dann nur den Ultraschall bekommen an dem Tag und so weiter. Und gestern saß ich dann, ja, vor lauter Langeweile eine ganze Stunde dann da, weil ich ja nichts zu tun hatte. Wenn wir wenigstens in der Zeit noch einen Ultraschall gemacht hätten, okay. Aber so saß ich halt jetzt dann rum und ich hatte auch Angst, dass ich das nicht runterbekomme und so. Also es ging besser, als ich dachte. Ich habe so ein, ich weiß nicht, was das ist, 04 oder so Glas mit so einem Latte Macchiato Glas quasi. Das war mit stillem Wasser, also ich nehme an, irgendwie Leitungswasser oder so. Und dann war da so eine Zuckermischung, also das war so eine Lösung, es war keine fertige Flasche, habe ich nämlich auch schon mal gehört, dass es sowas gibt, sondern das wurde irgendwie angerührt. Es war auch nicht dickflüssig, wie gesagt, es war irgendwie einfach wie so Wasser mit Zucker gemischt. Ja, dann trinken Sie das jetzt mal, Sie müssen es nicht in einem Schluck machen, aber bitte zügig. Und dann dachte ich mir so, okay, bevor ich das jetzt ansetze und es nachher super eklig ist und ich es nicht runterbekomme, setze ich es lieber nur einmal an, als dass ich wirklich dann beim zweiten Mal das Würgen anfange. Und man weiß ja nie. Also habe ich das so mehr oder weniger auf Ex getrunken, in einem durch, und dachte mir auch, das ging ja jetzt total klar. Und dann sollte ich mich ins Wartezimmer setzen. Die Arzthelferin hat in der Zeit Stoppuhr gestellt oder den Wecker, so eine Eieruhr war das, meine ich. Ich saß im Wartezimmer und hatte mir extra meine AirPods eingepackt, weil ich wollte ganz gerne in der Zeit eine Serie gucken oder sowas. Aber das hat nicht so ganz geklappt, weil es hat keine 5 Minuten gedauert. Da wurde mir so schlecht.
Und ich habe so Kreislaufprobleme bekommen, dass ich echt dachte, okay, entweder renne ich jetzt gleich zur Toilette oder aber ich kippe hier um. Also war ich auch kurz davor, die Mädels, die da arbeiten, zu fragen, ob ich mich irgendwie hinlegen kann. Aber dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn dann, wenn ich hinten in den CTG-Raum da renne und renne, mich da hinlege. Und dann, mir dann schlecht wird, dann muss ich ja wieder aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Und die Toilette war näher am Wartezimmer quasi als an dem CTG-Raum. Es war ein Kampf mit mir selbst, aber ich bin halt auch nicht so ein Mensch, der dann da sich so ja, in den Vordergrund spielen will oder so und so eine große Sache draus macht. Also habe ich gekämpft. Ich war tapfer. Ich bin sitzen geblieben, habe versucht, durch die Gegend zu gucken und irgendwie konnte ich auch nicht sitzen, weil der Stuhl war übelst unbequem. Das waren so ganz normale, so wie so Holzstühle. Da war zwar ein Sitzkissen drauf, aber Sitzkissen im Sinne von so eine Filzmatte einfach nur. Und ich bin da hin und her gerutscht und nach vorne und nach hinten. Und dann habe ich mich nach vorne gebeugt und habe meine Arme auf den Oberschenkeln abgestützt und bin wirklich die ganze Zeit hin und her und habe versucht irgendwie, oh, geht die Zeit um und ich muss atmen und es war wirklich nicht angenehm. Ungefähr so nach einer halben Stunde, also die Hälfte der Zeit war um, da wurde es dann besser. Habe ich es dann geschafft, noch eine Folge GZSZ zu gucken und dann war die Zeit auch schon um. Und dann durfte ich zum Blut abnehmen. Und ich muss sagen, die Arzthelferin, die diesmal da war, die hat das absolut super gemacht. Ich habe von dem Einstich gar nichts gemerkt. Das fand ich echt krass. Also da war ich echt verblüfft, weil ich ja nicht so gerne Blut abgenommen bekomme. Und die haben mir diesmal 3 Röhrchen Blut abgenommen, weil einmal Antikörper, einmal sollte nochmal mein Eisenferritinwert nachgeschaut werden und ach so, ja gut, klar, der Zuckertest natürlich. Der musste ja auch noch ein Röhrchen für her. Das hat aber wie gesagt super geklappt und dann war ich entlassen. Es wäre ja schön, wenn das dann alles so super geklappt hätte. Hatte ich heute Durchfall. Ich habe gestern schon so ein komisches Gefühl die ganze Zeit gehabt, so im Magen-Darm-Bereich und heute Morgen hatte ich dann Durchfall von dem Zeug. Richtig eklig. Und ich habe auch leider noch kein Ergebnis bekommen. Ich habe aber auch gestern durch dieses ganze Hin und Her und Übelkeit und Kreislauf und so, und Blut abnehmen ist ja auch nicht meine Stärke, war ich froh, als ich da raus war und habe dann total vergessen zu fragen, ob ich mich irgendwie melden soll wegen dem Ergebnis. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es jetzt ganz katastrophal ausfallen würde, dann würden die sich mit Sicherheit bei mir melden und mich anrufen, weil dann müsste ich ja zum großen Zuckertest. Also warte ich einfach mal ab. Nächste Woche habe ich sowieso eine ganz normale Routineuntersuchung. Werden die mir im Zweifel schon sagen, was bei dem Test rausgekommen ist. Da kriege ich dann auch wieder einen Ultraschall nächste Woche. Da bin ich dann schon in der 28. Woche. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich wollte mich jetzt auch darum kümmern noch, dass ich mal anrufe im Krankenhaus für die Geburtsplanung. Schiebe ich aber irgendwie immer so vor mir her, weil ich dann auch denke, ja, okay, aber den Termin für die Geburtsplanung, der wird ja dann sowieso erst irgendwie 32., 33., 34. Woche sein. Ob ich da jetzt schon anrufen soll, hat jetzt nicht so den Zeitdruck. Dann habe ich gestern schon mal fürs Elterngeld den Antrag ausgedruckt und schon mal so weitestgehend ausgefüllt. Natürlich kann ich nicht alles ausfüllen. Und ich habe ja auch noch gar nicht alle Unterlagen, die ich brauche. Aber man braucht ja dann wieder, das ist ja immer so ein Hin und Her. Du musst ja erst den Antrag aufs Mutterschaftsgeld machen. Den kannst du aber erst stellen, ungefähr 7 Wochen vor ET. Das heißt in der 33. Woche. Dann stellt man den Antrag bei der Krankenkasse. Dann kriegt man von der Krankenkasse einen Wisch. Den muss man beim Arbeitgeber dann, glaube ich, einreichen, weil es noch einen Arbeitgeberzuschuss gibt. Die Krankenkasse zahlt ja immer nur einen bestimmten Satz pro Tag. Dann ist das erledigt und wenn das genehmigt ist, kannst du auch erst das Elterngeld beantragen und auch erst, wenn du die Geburtsurkunde hast. Also das geht dann wieder erst nach der Geburt. Eigentlich hat man so viel Zeit vor der Geburt und kann so viele Sachen erledigen. Und das Ende vom Lied ist, dass man es aber nicht tun kann, weil einem Sachen fehlen, weil einem Unterlagen fehlen. Ich würde so gern jetzt schon alle Anträge wegschicken. Aber es geht nicht. Kindergeld geht ja auch erst nach der Geburt, weil da musst du ja dann auch noch die Steuer-ID abwarten und solche Geschichten. Ich habe schon wieder vergessen,
wie viel Papierkram das eigentlich ist, Kinder zu kriegen. Ich ja, freue mich, euch dann beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.